The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Macht euch bereit. Macht euch bereit. Bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Gesetzt den Fall, Christus würde heute in den Wolken des Himmels erscheinen. Wer wäre bereit, ihm zu begegnen? Angenommen, wir würden gerade so, wie wir jetzt sind, in das Himmelreich entrückt. Wären wir darauf vorbereitet, mit den Heiligen Gottes vereint zu werden, mit der Königsfamilie, mit den Kindern des himmlischen Königs in Harmonie zusammenzuleben? Wie habt ihr euch auf das Gericht vorbereitet? Habt ihr mit Gott Frieden geschlossen? Arbeitet ihr mit Gott zusammen? Versucht ihr, euren Mitmenschen zu helfen, denen in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, den Menschen, mit denen ihr in Berührung kommt und die die Gebote Gottes nicht halten? Machen wir uns bereit, dem König zu begegnen? Wie viele von uns wären in der Lage, Gott anzuschauen, wenn es möglich wäre, dass wir so, wie wir jetzt sind, in den Himmel eingelassen werden könnten? Wie viele tragen ihr Hochzeitskleid? Wie viele von uns sind ohne Flecken oder Runzeln oder dergleichen? Wie viele von uns sind würdig, die Krone des Lebens zu empfangen? Nicht Rang und Stellung machen den Menschen aus. Es ist Christus, der in uns Gestalt gewonnen hat. Er macht einen Menschen würdig, die unvergängliche Krone des ewigen Lebens zu empfangen. Ich wurde auf die Übrigen auf der Erde verwiesen. Der Engel sagte zu ihnen: Wollt ihr den sieben Plagen entrinnen? Wenn ja, dann müsst ihr sterben, damit ihr leben könnt. Macht euch bereit, macht euch bereit, macht euch bereit. Ihr müsst eine viel bessere Vorbereitung haben als die, die ihr jetzt habt. Gebt alles Gott hin. Legt alles auf seinen Altar. Das eigene Ich im Besitz. Einfach alles. Ein lebendiges Opfer. Es wird alles kosten, um in die Herrlichkeit eingehen zu dürfen. Christus kommt mit Macht und großer Herrlichkeit. Er kommt mit seiner eigenen Pracht und mit der Herrlichkeit des Vaters. Während die Bösen von seiner Gegenwart fliehen, werden die Anhänger Christi jubeln. Seinen treuen Nachfolgern ist Christus ein täglicher Gefährte, ein vertrauter Freund gewesen. Sie haben in enger Verbindung, in ständiger Gemeinschaft mit Gott gelebt. Über ihnen ist die Herrlichkeit des Herrn ausgegangen. Nun freuen sie sich über das voll ausgeblendete Licht und die Herrlichkeit des Königs in seiner ganzen Majestät. Sie sind für die Gemeinschaft des Himmels bereit, denn sie tragen den Himmel in ihren Herzen. Wenn ihr heute mit Gott im Reinen seid, dann seid ihr auch bereit, wenn Christus heute kommen sollte.